Also, my friends, wir sind jetzt hier gerade live im Stream und ich erwähne das deswegen, weil ich einerseits natürlich nochmal euch alle hier herzlich begrüße. Ihr wisst ja schon, was kommt, und für alle, die jetzt auf YouTube eingeschalten haben und jetzt sich dieses Video hier gönnen, herzlich willkommen an jeden einzelnen von euch. Wir schauen uns jetzt hier gemeinsam meine Taktik an, die ich gespielt habe über die komplette Weekend League. Mein Spielgefühl werde ich euch ein bisschen erzählen über die Weekend League, was ich so denke, ne, wie es jetzt weitergeht nach dem Patch, was eben die besten Formationen und so weiter sind. Und dann gönnen wir uns auch die 5-3-2-Formation, weil die habe ich auch ins Repertoire mit reingepackt, weil viele sagen, das könnte die absolute Meta-Formation sein jetzt nach dem Patch. Also grundsätzlich natürlich, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Habt ihr noch nicht abonniert und Glocke aktiviert, dann macht das gerne, um mich zu unterstützen und Benachrichtigungen zu bekommen. Und wenn ihr auch Bock habt, hier mit dabei zu sein bei den Livestreams, checkt meine Videobeschreibung ab. Dort findet ihr den Twitch-Link. Ihr braucht auch keinen Account. Einfach draufklicken. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 21 Uhr ist immer die Mirsa Primetime. Und ja, wir erwarten euch alle hier. Ist recht chillig. So, wir gehen also rein, individuelle Taktiken, und das sind quasi die vier Taktiken, die ich aktuell hier spiele. Am Anfang in der Weekend League, als ich reingestartet bin, habe ich so gespielt, wie ich auch die letzte Weekend League gespielt habe, vor dem Patch. Ja, das war ja vor allem die Weekend League dann davor, wo ich 27 Siege geholt habe, da habe ich ja quasi so gespielt. Da hat sich was verändert, ihr seht, die 5-3-2 ist jetzt hier mit drin, dazu erzähle ich euch gleich etwas, aber wir gehen einmal ganz kurz auf die 4-2-4 ein. Das heißt, ich habe die ersten 10 Games mit 4-2-4 gespielt und eigentlich komplett durchgespielt. Ganz wenig habe ich die Raute gespielt, an sich immer die 4-2-4. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe aber am Anfang eben gemerkt, dass es doch etwas schwieriger ist, jetzt die Gegner zu verteidigen, weil man merkt, die Gegner spielen jetzt auf jeden Fall deutlich mehr auf Konter. Das war auch eben das, was ich euch gesagt habe. Es wird zwei Parteien geben, die einen auf Ballbesitz und die anderen, die jetzt deutlich mehr noch kontern und tiefer stehen. Und das war auch so. Viel mehr Konter und die 4-2-4 war überragend in der Offensive, aber schon einen Tick anfälliger in der Defensive. Bei guter Verbindung war es okay, aber sobald die Verbindung noch schlechter wurde, wurde es gefährlich. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht habt ihr die 4-2-4 draußen getestet, auch vielleicht auch regelmäßig gespielt. Ich finde, bei schlechter Verbindung wird es übel. Wird es teilweise übel, deswegen habe ich die Taktik erstmal jetzt so, das ist der Standard, und ich überlege vielleicht mal auszutesten, dass ich vielleicht mit der Tiefe ein bisschen runtergehe. Ich weiß nicht, ob ich es machen werde, vielleicht werde ich es probieren auf 7 vielleicht, geschweige denn vielleicht auf 5, aber so ist aktuell die Taktik von 4-2-4 und ich kann euch gerne mal die Anweisungen auch hier zeigen. Die beiden Außenverteidiger sind auf hinten bleiben, die beiden ZMs haben hinten bleiben und Mitte abdecken und alle vier Stürmer vorne haben erstmal Abwehr überlaufen und die beiden Flügel haben jetzt zusätzlich noch in die Mitte ziehen und für Flanken in den Strafraum. Das habe ich einmal bei Robin so gemacht, als er als Neuzugang kam, und dann bei Rashford, weil jetzt halt alle vier vorne 5-Star-Skiller und so sind. Also eigentlich immer noch richtig, richtig geil, und die bleibt immer noch bei mir am Start. Ich denke, es wird immer noch die Formation sein, die ich zuerst spielen werde. Es kann aber sein, dass sich das ändert, weil im Laufe der Zeit, vor allem jetzt dann am Samstag, habe ich dann schon gemerkt, okay, ich werde immer mehr ausgekontert. Ne? Ich habe jetzt das Ergebnis hier rausgenommen, weil ihr dann das Highlight-Video zusätzlich noch sehen werdet. Aber ich habe am Samstag zwei Spiele 2-0 geführt. Bei zwei Games habe ich 2-0 geführt. Und ich habe tatsächlich diese Spiele noch aus der Hand gegeben, weil ich nicht mehr die vernünftige Taktik hatte, um das zu verwalten, um das Ergebnis zu verwalten. Das war so unglaublich, weil ich wurde ausgekontert. Ich wurde ausgekontert. Ich weiß nicht, ne? Geht es dir genauso? Wurdest du auch ausgekontert manchmal bei Führung? Bei mir war es so. Und the Schmerz was real. Also ich denke mich für 2-0 und ich werde ausgekontert und verliere. Das war zu krass, ne? Und dementsprechend habe ich da ein bisschen mir Gedanken gemacht, halt eben vor allem mit der 5-3-2. Wir haben überlegt, weil Dullen Mike, kennt ihr vielleicht, der hat den zweiten FUT Champions Cup mit der 5-3-2-Formation gewonnen. Durchgehend gespielt, offensiv und defensiv. Und natürlich habe ich dann eine Formation gesucht, die ich jetzt zum Verwalten spielen kann. Und viele sagen, hey, 5-3-2 könnte die absolute Meta-Formation jetzt hier sein in FIFA 21 nach dem jetzt letzten Patch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die 5-3-2-Formation offensiv noch nicht getestet, aber was ich sagen kann, ist, wobei ich sie einmal kurz offensiv getestet habe und ich habe ein Tor gemacht und dann hinten verwaltet und es war fertig. Stimmt, einmal habe ich sie gespielt, war gut, aber das reicht nicht als Supertest vorne. Aber defensiv habe ich immer das Ergebnis gehalten, wenn ich die 5-3-2 reingeschmissen habe. Und wir gehen auch gerne direkt hier rein. Das ist quasi erstmal für mich die Formation zum Verwalten. Aber viele sagen, das könnte die absolute Meta-Formation sein und dass es halt eben wichtig ist, Breite und Tiefe auf 5 zu spielen. Nicht viel zu hoch zu gehen, weil du eben jetzt leichter ausgekontert wirst. Breite und Tiefe auf 5. Ich habe langer Ball drin, weil ich langer Ball sehr gerne spiele. Man kann aber auch ausgeglichen spielen. Und hier Spieler im Strafraum auf 8.
da könnt ihr aber auch untergehen, wenn ihr sagt, das ist euch zu gefährlich. Ich bin selber, wie gesagt, noch am Testen für die Offensive. Und die Anweisungen sind folgende: mit Angreifen bei den Außenverteidigern, weil du eben mit 5 Leuten hinten stehst, die Innenverteidiger sorgen dafür, dass eng ist, dass die eben nicht die Spieler schicken können fürs Kontern. Und die vorne, die 3, sorgen auch dafür, dass die Mitte zu ist. Du brauchst etwas, um die gegnerische Konterwaffe quasi, die Taktik zu zerbersten. Wenn du sie zerstörst, zwingst du sie normal aufzubauen. Quasi wirklich mit Dribblings zu arbeiten etc. pp. Und nicht nur die Spieler zu schicken. Da willst du hin. Und das kannst du damit zum Beispiel erreichen. Aber ich habe sie vor allem deswegen genutzt, um einfach zu verwalten. Ich habe hinten bleiben hier bei Makelelele zum Beispiel in der Mitte und alle 3 sonst haben Mitte abdecken. Hier. Und Rashford hat nach vorne orientieren sogar noch. Und die beiden vorne haben einfach Abwehr überlaufen. Das ist jetzt das Aktuelle fürs Verteidigen. Für die Offensive wird sich das bestimmt vielleicht ein bisschen irgendwann noch ändern, aber erstmal werde ich es so ausprobieren. Aber zur Frage, könnte das die nächste Meta-Formation sein? Ich habe euch gesagt, viele von euch haben mir auch das Feedback gegeben, ich spiele 5-3-2. Hey, läuft richtig gut, ne? Spielt sich super, kompakt hinten und vorne. Einerseits kontern und die beiden Außenverteidiger stürmen dadurch, dass du mit angreifen hast, mit nach vorne und werden zu 2 weiteren Flügelspielern. Das heißt, das kann wirklich gut werden, ohne Scheiß. Und hat echt Potenzial für Meta-Formation, weil eben dieses Kontern so gefährlich ist und du musst es halt eben verhindern. That's the spirit. Aber wie gesagt, ich habe sie erst für Verwalten gespielt. Die zweite Formation im Laufe des Sonntags dann, kam dann vor allem die Raute mit rein. Und ich finde vor allem, wenn die Server schlecht sind und ich euch gesagt habe, die 4-2-4 läuft nicht so gut, weil es gefährlicher ist zu verteidigen, ist die Miyagi-Raute, my friends, das A und O, meiner Meinung nach. Jetzt aktuell auch nach dem Patch. Weil du stehst hinten kompakt, dadurch, dass du in Verteidigung absinken hast mit dem mittleren ZM. Du stehst kompakt, du hast 2 Außenverteidiger, die mit nach vorne gehen. Und gleichzeitig, halt eben weil du so kompakt stehst, du verhinderst einerseits die Konter. Und vorne hast du extrem viele Anspielstationen. Das ist eben das Geile bei dieser Raute. Und so sehen die Taktiken aus in dem Fall. Also ihr seht auch hier 5-5. Die Anweisungen sehen wie folgt aus. Außenverteidiger auf ausgeglichen. Der ZDM Passwege zustellen und in Verteidigung absinken und Mitte abdecken. Warum? Weil er versinkt in die Verteidigung und du hast dann hinten eine Dreierkette. Das heißt, es wird in einer Art und Weise nicht ganz eine Fünferkette, aber du hast dann hinten 3 Verteidiger. Und dann wirst du nicht so leicht ausgekontert. Was halt eben das Geile ist und es fühlt sich auch super an. Die beiden anderen ZMs haben Mitte abdecken und beide auch hinten bleiben. Ist völlig fein für mich, weil die kommen eh gut nach vorne dann. Sobald du aufbaust und die Außenverteidiger greifen an, dann kannst du die eh gut anspielen und mit nach vorne ziehen. Ich finde das super. Dann ZOM ist in dem Fall Neymar, alles gleich geblieben. Und die beiden Stürmer haben Abwehr überlaufen und bei mir in dem Fall jetzt auch defensive verstärken. Eben deswegen, ihr könnt euch erinnern, meine Metapher in dem Fall, wo ich euch halt erklärt habe, das Beispiel mit dem Captain und seinem Schiff, ne? Wenn der Kapitän und seine Crew da sind, die Crew folgt dem Kapitän. Wenn der Kapitän weiter nach hinten geht, dann wird die Crew ihm folgen. Das heißt, gehen die beiden Stürmer mit nach hinten ein bisschen, dann verschieben alle anderen auch ein bisschen nach hinten. Du stehst noch kompakter. Die werden da nicht vorne stehen bleiben, weil die beiden defensive Verstärkung haben und Neymar steht jetzt da vorne plötzlich. Das passiert nicht, sondern sie verschieben alle wie eine Einheit. Und deswegen ist das so geil, finde ich persönlich. Also, hat sich am Sonntag zu meiner Hauptformation entwickelt, also jetzt tatsächlich, die habe ich am meisten gespielt, weil ich gemerkt habe, wenn die Server scheiße sind. Wenn die Server gut sind, 4-2-4 ist eine Möglichkeit. Ihr müsst für euch den Weg jetzt finden. Sonntag war die zuerst und was danach noch passiert ist, die 4-3-2-1, my friends, pass auf jetzt. Die 4-3-2-1, die war tatsächlich immer nur zum Verwalten eigentlich da, die Formation. Und ich habe dann heute, ich wollte die Fünferkette testen und lustigerweise habe ich mich verdrückt und ich hatte die 4-3-2-1 drin und ich habe den Gegner komplett auseinandergenommen. Und ich dachte mir so, oh, Fivercat! Ja, ist laufing, Fivercat, beste. Bis ich dann am Ende des Games gemerkt habe, ich habe 4-3-2-1 die ganze Zeit gespielt. Nee, das war zur Halbzeit, habe ich es gemerkt. Ich so, what is happening, Alter? Unglaublich gut, aber die Server waren stabil. Sie waren jetzt nicht mega gut, aber sie waren nicht ultra schlecht auch. Das heißt, ich glaube, es kommt hier auch ganz darauf an, wie sind die Server. Und dann kannst du mit der Formation tatsächlich auch überragend spielen. Hinten bleiben bei den Außenverteidigern sind die Anweisungen. Alle 3 ZMs haben hinten bleiben und Mitte abdecken. Und vorne haben alle 3 Stürmer Abwehr überlaufen. Mehr ist nicht. Ohne Witz, Leute, das war unglaublich. Und mir kommt dann auch einfach der Gedanke, jetzt mal ohne Scheiß, der kommt mir jetzt gerade, weil die Formation so geil war, dass ich auch bei dieser Formation vielleicht testen werde. Zurück, nee, geht gar nicht.
Geht gar nicht. Ja, seht ihr, es geht gar nicht. Das war mein Gedanke, aber funktioniert nicht. Wie bei der engen Raute, dass ich den in Verteidigung absinken lasse. Aber geht nicht. Oder doch? Doch geht. Also ich habe das falsche Offensivunterstützung gesetzt. Doch geht. Also tatsächlich kommt mir der Gedanke, das vielleicht auch mal zu testen, weil die Formation war so krass offensiv, dass wenn ich die in Verteidigung absinken lasse und vielleicht auch wieder die Offensivläufe hier nutze, das könnte echt absolut Next Level sein. Ohne Witz. Das habe ich jetzt so im Hinterkopf, habe ich ein bisschen gespoilert vielleicht in dem Video. Vielleicht werden wir das später mal probieren. Das ist brutal. Wirklich. Könnt ihr selber mal probieren jetzt hier. Ein Tipp von mir. Und dann könnt ihr mir Feedback geben, unten in die Kommentare reinschreiben. Ich werde es auch probieren. Und vorne nur Abwehr überlaufen. Das sind quasi die Formations und die Taktiken, die ich aktuell gespielt habe. Und ich habe mich über die Spiele hinweg immer wohler und wohler gefühlt. Ich glaube, umso mehr kommt es jetzt darauf an, wie gut oder schlecht sind die Verbindungen mit den Servern. Und dann kannst du die 4-2-4 entweder überragend spielen oder du schaust, dass du hinten eine Dreierkette machst. Weil dann zerstörst du das gegnerische Konterspiel. Und mit der 4-2-4 bist du da anfällig. Ich kann euch als letzten Tipp auf jeden Fall noch geben, my friends. Macht euch nicht verrückt, wenn ihr noch nicht klarkommt. Bei mir geht es jetzt auch immer besser und besser, aber ich bin am Anfang auch gar nicht klargekommen. Auf gar nichts. Wirklich, das war Katastrophe. Und ein ganz großer Tipp ist, wenn ihr nicht wisst, was macht ihr jetzt statt dem Übersteigern, macht den Turbo Boost. Macht den Turbo Boost. Das Tutorial werde ich euch hier verlinken. Schaut euch dieses Video an, macht ihn. Ich verspreche euch, ich habe schon so viel Feedback bekommen. Leute fühlen sich deutlich wohler, indem sie jetzt einfach nur easy peasy den machen und sie schießen auch viele Tore damit. Das ist so meine Empfehlung. Jetzt auf jeden Fall noch am Ende. Unbedingt. Unbedingt gönnen. Und ich freue mich dann schon jetzt auf die nächste Weekend League. Vor allem, ich bin heiß auf den Test hier. Ihr könnt ja gerne mal Feedback geben. Was spielt ihr für eine Formation? Was ist eure Hauptformation? Und wie fühlt ihr euch dabei? Und habt ihr vielleicht auch die 5-3-2 getestet? Einfach mal reinschreiben. Interessiert mich. My friends. Let's go, Digga.